Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr schnell Tarnungen farmen könnt und sogar in Runde 1 alle Perks bekommen könnt. Und zwar Leute, braucht ihr dafür die Mission hier in diesem Bereich, wo auch schnell laufen ist. Am besten würde ich euch empfehlen, nehmt die Blitzmission, weil ich zeige euch jetzt auch gleich warum. Und zwar, wenn ihr dann hier seid Leute, könnt ihr hier drauf und hier drauf springen Leute. Dann seid ihr erstmal hier, könnt ihr auch auf Map gehen oder ihr stellt euch einfach hin, wo ich mich hinstelle. Dann werden sich die Zombies auch vor euch versammeln und ihr könnt auf Headshots gehen. Oder ihr geht hier runter und geht jetzt den Weg, den ich gehe. Und das ist das, warum ich sage Blitz, Leute. Weil falls ihr hier dann unten seid bei einer Erntemission oder irgendeiner anderen Mission, dann kommt ihr hier nicht mehr weg. Und bei der Blitzmission werdet ihr nach Ablauf der Zeit wieder zurückteleportiert. So, legt euch hier hin, da steht Hinlegen blockiert. Versucht so ein bisschen vor und zurück euch hinzulegen. Am besten macht das so an der Tür, Leute. Und irgendwann könnt ihr aufstehen, so wie ich glitsche dann da durch. Und dann könnt ihr wieder irgendwann aufstehen, Leute. Also ihr müsst ein bisschen rumprobieren und versuchen die ganze Zeit aufzustehen. Und falls ihr dann wieder aufstehen könnt, dann könnt ihr hier komplett einmal durchlaufen. Wenn ihr dann hier durchlauft, dann lauft einfach so lange weiter, bis ihr stirbt. Weil irgendwann werdet ihr hier sterben. Und wenn ihr dann down seid, dann werdet ihr wieder in die Map teleportiert, also außerhalb des Bereiches. Und wenn ihr euch wieder belebt, ist der ganze Bereich offen, bis auf der Bereich, wo die eigentliche Mission ist. Also Leute, das meinte ich damit. Falls ihr eine Erntemission nehmt, dann könnt ihr die Mission nicht beenden. Und bei einer Blitzmission könntet ihr dann rein theoretisch nach Ablauf der Zeit wieder ganz normal weitermachen. So, wenn ihr dann hier wieder in der Map seid, dann ist alles hier geöffnet und ihr könnt euch alle Perks in Runde 1 kaufen, Leute. Und um das Maximum aus diesem Glitch zu holen, würde ich euch empfehlen, das in einer hohen Runde, halt je nachdem wie ihr wollt, Runde 12, 13, 14, nach eurem Geschmack halt, wo viele Zombies spawnen, könnt ihr dann diesen Glitch machen. Ihr nehmt einfach eine Erntemission wieder in diesem Bereich oder übermitteln Mission und dann spawnen einfach unendlich Zombies und ihr könnt hier die ganze Zeit dann auf Tarnungen gehen, Leute. Ansonsten war es das auch mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare und falls du noch kein Abo bei mir hast und nichts mehr verpassen willst, kannst du jetzt gerne ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um immer auf den neuesten Stand zu bleiben. Dann viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal, euer Geist.